Die Modewelt trauert um einen ihrer bedeutendsten Designer. Yves Saint Laurent starb gestern nach langer Krankheit in Paris. Wie kaum ein anderer hat der Franzose die Entwicklung der Damenmode geprägt. Hosenanzug und Smoking für die Frau gehen auf seine Entwürfe zurück. Der Modeschöpfer wurde 71 Jahre alt. Als er 2002 zum letzten Mal selbst über den Laufsteg ging, um begleitet von Catherine Deneuve Abschied von der Modewelt zu nehmen, da war Yves Saint Laurent schon gezeichnet. Von einem Leben zwar voller Erfolge, aber auch voller Exzesse und seelischer Qualen. Er litt für seine Modeschöpfungen, dennoch fiel ihm der Abschied aus der Welt der Haute Couture, die über 40 Jahre lang seine Welt war, spürbar schwer. Ich sage heute Adieu zu diesem Beruf, den ich so sehr geliebt habe. Bereits mit 18 Jahren wurde er Assistent des Pariser Modezaren Christian Dior, dessen Unternehmen er nach Diors Tod weiterführte. Später wurde Yves Saint Laurent zum Revolutionär der Frauenmode. Sein Name stand schon seit den 60er Jahren für elegante Damenhosen und seine Stoffe ermöglichten provokante Einblicke. Topmodels wie Claudia Schiffer oder Frankreichs heutige First Lady Carla Bruni präsentierten seine Kollektionen. Der eigentlich schüchterne Star-Designer erregte Aufsehen, nicht nur mit seinen Entwürfen, auch als er sich selbst 1971 für seine Parfümwerbung nackt ablichten ließ. Am Ende lebte er zurückgezogen und er lag schließlich vergangene Nacht seinem Krebsleiden. In der Welt der Mode wird der Name Yves Saint Laurent wohl unvergessen bleiben.